Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Siebtens, eine ganzheitliche Sicht. 23. Katechese, 2. April 1980. Das Matthäus- und das Markus-Evangelium berichten uns die Antwort Christi an die Pharisäer, als diese ihn über die Unauflöslichkeit der Ehe befragten. Sie beriefen sich dabei auf das Gesetz des Mose, das in bestimmten Fällen die Ausstellung einer sogenannten Scheidungsurkunde zuließ. Im Anschluss an die ersten Kapitel des Buches Genesis antwortete Christus: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ihre Frage zum Gesetz des Mose aufgreifend, fügte Christus noch hinzu: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Markus Kapitel 19, Verse 3 und folgende, Markus Kapitel 10, Verse 2 und folgende. In seiner Antwort nahm Christus zweimal Bezug auf den Anfang, und deshalb haben auch wir im Verlauf unsere Überlegungen versucht, in möglichst tiefgreifender Weise die Bedeutung dieses Anfangs zu klären. Es ist ja das erste Erbe jedes Menschen, Mann und Frau in dieser Welt, zugleich die erste Quelle der menschlichen Identität im Wort der Offenbarung, der Urgrund für die Gewissheit seiner Berufung als Person, die nach dem Abbild Gottes selbst geschaffen ist. Die Antwort Christi hat historische, aber nicht nur historische Bedeutung. Menschen aller Zeiten stellen sich die gleiche Frage. Unsere Zeitgenossen, die sich freilich bei ihren Fragen nicht auf das Gesetz des Mose, das den Scheidungsbrief zuließ, sondern auf andere Verhältnisse und andere Gesetze berufen. Mit ihren Fragen sind viele Probleme verbunden, die den damaligen Gesprächspartnern Christi unbekannt waren. Wir wissen, welche Fragen zu Ehe und Familie dem letzten Konzil, aber auch Papst Paul VI. Vorgelegt wurden. In der nachkonziliaren Zeit werden sie weiter Tag für Tag unter den verschiedensten Umständen formuliert. Sie werden gestellt von Einzelpersonen, Eheleuten, Verlobten, Jugendlichen, aber auch von Schriftstellern, Publizisten, Politikern, Wirtschaftsfachleuten, Demografen, kurz von der heutigen Kultur und Zivilisation. Ich glaube, dass sich unter den Antworten, die Christus den Menschen unserer Zeit auf ihre oft recht ungeduldigen Fragen geben würde, immer noch jene wesentlich wäre, die er den Pharisäern gab. Christus würde sich vor allem auf den Anfang berufen. Er würde das wohl umso entschiedener und nachdrücklicher tun, als sich die innere und zugleich die kulturelle Situation des heutigen Menschen von jenem Anfang zu entfernen und Formen wie Dimensionen anzunehmen scheint, die sich von dem biblischen Bild des Anfangs offensichtlich immer mehr entfernen. Christus wäre jedoch von keiner dieser Situationen überrascht, und ich vermute, dass er weiter vor allem auf den Anfang hinweisen würde. Deshalb erforderte die Antwort Christi eine besonders gründliche Untersuchung, denn in dieser Antwort sind elementare Grundwahrheiten über den Menschen als Mann und Frau angesprochen. Sie gibt uns Einblick in die Struktur der Identität des Menschen innerhalb des Geheimnisses der Schöpfung und zugleich innerhalb der Perspektive des Geheimnisses der Erlösung. Ohne diese kann man keine theologische Anthropologie und in ihrem Kontext
eine Theologie des Leibes entwickeln, von der sich auch die echt christliche Sicht der Ehe und Familie ergibt. Das hat auch Paul VI. Klargestellt, als er in seiner Enzyklika über die Probleme der im menschlichen und christlichen Sinn verantworteten Ehe und Fortpflanzung sich auf die ganzheitliche Sicht vom Menschen berief. Humane Vitae Nummer 7. Man darf sagen, dass Christus in seiner Antwort an die Pharisäer seinen Gesprächspartnern ebenfalls diese ganzheitliche Sicht vom Menschen dargelegt hat, ohne die es überhaupt keine entsprechende Antwort auf die Fragen um Ehe und Fortpflanzung geben kann. Gerade diese ganzheitliche Sicht vom Menschen muss aber vom Anfang her entwickelt werden. Das gilt für die heutige Denkweise ebenso, wenn auch in anderer Form, wie für die Gesprächspartner Christi. Wir sind Kinder einer Zeit, wo angesichts der Entwicklung verschiedener Wissenszweige die ganzheitliche Sicht vom Menschen leicht zurückgedrängt und durch alle möglichen Teilsichten und Auffassungen ersetzt werden kann. Diese greifen den einen oder den anderen Teilaspekt des Compositum Humanum heraus, ohne das Integrum des Menschen zu erreichen, oder sie klammern es überhaupt aus ihrem Blickwinkel aus. Dazu kommen dann verschiedene kulturelle Strömungen, die aufgrund dieser Teilwahrheiten ihre Vorschläge und praktischen Hinweise über das menschliche Verhalten und noch häufiger über den Umgang mit dem Menschen formulieren. Der Mensch wird dann mehr zum Objekt bestimmter Technologien als zum Subjekt, das für sein persönliches Handeln verantwortlich ist. Die Antwort Christi an die Pharisäer will auch klar machen, dass der Mensch als Mann und Frau in diesem Sinne Subjekt ist, das heißt ein Subjekt, das über sich selbst im Licht der ganzen Wahrheit über sich selbst entscheidet, der Wahrheit, die die ursprüngliche und grundlegende Struktur aller wahrhaft menschlichen Erfahrungen ist. Dies ist die Wahrheit, nach der Christus uns im Anfang suchen lässt. Damit stehen wir dann bei den ersten Kapiteln des Buches Genesis. Das Studium dieser Kapitel macht uns wohl mehr als andere Teile der Schrift die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer Theologie des Leibes klar. Der Anfang sagt uns verhältnismäßig wenig über den Körper des Menschen im heutigen naturwissenschaftlichen Verständnis des Wortes. Von diesem Gesichtspunkt aus bewegen wir uns bei der gegenwärtigen Untersuchung auf einer ganz und gar vorwissenschaftlichen Ebene. Wir erfahren nahezu nichts über die inneren Strukturen und Gesetzmäßigkeiten, die im menschlichen Organismus herrschen. Doch gleichzeitig kommt vielleicht gerade wegen der Ursprünglichkeit unseres Textes die für die ganzheitliche Sicht des Menschen bedeutsame Wahrheit einfacher und voller zum Ausdruck. Diese Wahrheit betrifft die Bedeutung des menschlichen Leibes in der Struktur des personalen Subjekts. Dann ermöglicht uns das Nachdenken über jene ursprünglichen Texte, diese Bedeutung auf den Gesamtbereich der menschlichen Intersubjektivität, besonders auf das immer gültige Verhältnis von Mann und Frau auszuweiten. Dadurch gewinnen wir für dieses Verhältnis eine Sichtweise, die wir notwendig der ganzen modernen Wissenschaft über die menschliche Geschlechtlichkeit im biologisch-physiologischen Sinn zugrunde legen müssen. Das bedeutet nicht, wir müssten auf diese Wissenschaft bzw. auf ihre Ergebnisse verzichten, im Gegenteil. Wenn diese Ergebnisse uns etwas über die Formung des Menschen in seinem Mann- und Frausein sowie über Ehe und Elternschaft sagen sollen, gilt es, mithilfe aller Einzelelemente der modernen Wissenschaft immer das herauszustellen, was beim einzelnen Menschen, also bei Mann und Frau, sowie in ihrem gegenseitigen Verhältnis grundlegend und wesentlich personal ist.
Gerade hier erweist sich die Reflexion über den alten Text der Genesis als unersetzlich. Er stellt wirklich den Anfang der Theologie des Leibes dar. Die Tatsache, dass die Theologie auch den Leib mit einbezieht, darf niemand, der um das Geheimnis und die Wirklichkeit der Inkarnation weiß, verwundern oder überraschen. Dadurch, dass das Wort Gottes Fleisch wurde, ist der Leib, ich möchte sagen, wie durch das Hauptportal in die Theologie eingetreten, also in die Wissenschaft von den göttlichen Dingen. Die Menschwerdung und die daraus folgende Erlösung ist auch zur entscheidenden Quelle für den sakramentalen Charakter der Ehe geworden, worüber wir bei Gelegenheit noch ausführlicher sprechen werden. Die Fragen des heutigen Menschen sind auch die Fragen der Christen, derjenigen, die sich auf die Ehe vorbereiten, derjenigen, die bereits in der Ehe leben, die das Sakrament der Kirche ist. Es geht dabei nicht nur um Fragen der Wissenschaften, sondern noch viel mehr um Fragen des menschlichen Lebens. Viele Menschen und viele Christen suchen in der Ehe die Erfüllung ihrer christlichen Berufung. Viele wollen in ihr den Weg zum Heil und zur Heiligkeit finden. Für sie ist die Antwort Christi an die Pharisäer, die Eiferer im Alten Testament, von besonderer Bedeutung. Alle, die in der Ehe die Erfüllung ihrer eigenen menschlichen und christlichen Berufung anstreben, sind vor allem dazu aufgerufen, diese Theologie des Leibes, deren Anfang wir in den ersten Kapiteln des Buches Genesis finden, zum Inhalt ihres Lebens und ihres Verhaltens zu machen. In der Tat, wie unerlässlich ist auf dem Weg dieser Berufung das vertiefte Empfinden für den Sinn des Körpers in seiner Männlichkeit bzw. Weiblichkeit. Wie notwendig ist ein klares Bewusstsein der bräutlichen Bedeutung des Leibes, der elterlichen Bedeutung des Leibes, soll doch alles, was den Inhalt des Lebens der Ehepartner ausmacht, in ihrem Zusammenleben, in ihrem Verhalten und Empfinden unaufhörlich sein volles personales Gewicht finden, erst recht vor dem Hintergrund einer Zivilisation, die unter dem Druck eines materialistischen und utilitaristischen Denkens und Wertens steht. Die moderne Biologie und Physiologie mögen viele genaue Informationen über die Geschlechtlichkeit des Menschen anbieten. Doch das Wissen um die personale Würde des menschlichen Leibes und seiner Geschlechtlichkeit ist auch noch aus anderen Quellen zu schöpfen. Eine ganz besondere Quelle ist das Wort Gottes selbst, das jene auf den Anfang zurückführende Offenbarung des Leibes enthält. Wie bezeichnend ist es doch, dass Christus in der Antwort auf alle diese Fragen dem Menschen gebietet, gewissermaßen an die Schwelle seiner theologischen Geschichte zurückzukehren. Er gebietet ihm, sich auf die Scheitellinie zwischen dem glückhaften Zustand der ursprünglichen Unschuld und dem Erbe des Sündenfalls zu versetzen. Will er ihm damit nicht vielleicht sagen, dass der Weg, auf dem er den Menschen als Mann und Frau im Sakrament der Ehe führt, also der Weg der Erlösung des Leibes, in der Rückgewinnung jener Würde bestehen muss, in welcher sich zugleich der wahre Sinn des menschlichen Leibes, sein personaler und gemeinschaftlicher Sinn, erfüllt? Schließen wir damit den ersten Teil unserer Betrachtungen über dieses so wichtige Thema ab. Wenn wir auf unsere bisweilen bangen Fragen zur Ehe oder genauer zum Empfinden für den Sinn des Leibes erschöpfender antworten wollen, dürfen wir natürlich nicht bei dem stehen bleiben, was Christus den Pharisäern zur Antwort gab, indem er sich auf den Anfang bezog. Wir müssen auch alle seine weiteren Aussagen heranziehen, unter denen besonders zwei sich ergänzende hervorragen. Einmal seine Aussage in der Bergpredigt über die Möglichkeiten des menschlichen Herzens im Bereich der Begehrlichkeit des Fleisches
Vergleiche Matthäus Kapitel 5, Vers 8, dann die Stelle, wo Jesus sich auf die künftige Auferstehung beruft. Vergleiche Matthäus Kapitel 22, Verse 24 bis 30, Markus Kapitel 12, Verse 18 bis 27 und Lukas Kapitel 20, Verse 27 bis 36. Über diese beiden Aussagen wollen wir bei unseren weiteren Betrachtungen nachdenken. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen oder Dinge, die ihr nicht versteht. Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmt. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht 5 Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB und das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem, wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal, eure Barbara.